Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, es ist mal wieder soweit. Morgen hat unsere FLT am 10.3. zweijähriges Geburtstagsfeierfest. Ja, seit heute darf ich mich auch RCT Event nennen. Heute am 9.3. Da hinten ist die Ilka-Veranstalter. Und hier ganz viele Leute. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Kurze Info. So, ich versuche es jetzt nochmal. Kurze Info. Ich habe die RCT im Teamspeak gestummt, das heißt, ihr werdet sie nicht hören. Ich werde sie schon hören, werde mit denen reden. Und ja. Kleine Nachtmusik oder was? Wenn die streichen. Ja, die streichen doch heute. Finde ich auch toll. Wie soll man das beim Fahren machen? So, ich wünsche euch viel Spaß. Es regnet gerade bei mir. Stimmt sogar. Direkt hinter der FLT. Ich warte eigentlich nur, bis der Stefan durch mich durchfährt. Ja, ich glaube schon. Ich sehe gerade nichts. Ich habe was Langes in mir. Ja, ich fahr doch mittig. Gleich fliegt er wieder raus. Also ich habe nur 19 MS. Also ich habe 22 MS. Ja. Moin, moin, Axel.
Ich merke das, dass ich gerade lecke. Warum lecke ich denn? Wie schaut's denn jetzt aus mit, kriegen wir Bescheid, wenn wir losfahren, oder geht schon los, oder? Es ist, der Konvoi ist schon in Bewegung. Ja, alles gut. Und wir fahren ja, alles gut. Ich habe jetzt genug. So, Stefan. Ah, ist ja schön, dass wir Bescheid kriegen, du. Wurde denn bei euch? Nö, kam ja niemand rüber. Ich finde es geil, dass ich das doch noch geschafft habe zum Konvoi. Na, deswegen habe ich kein Fass hinten dran. Ja, deswegen esse ich Kinderriegel. Die Vogelei ist auch da. Ach. Holger, rechts ist unsere Sammelstunde. Rechts ist unsere Sammelstunde gewesen bei Pro Speed. Naja, unsere Sale. Ja, servus, Big Bommel. Auch servus. Ich glaube, der Rainer hat da vorne ein Problem. Ah, Hühnchen mit Reis, lecker. Ich bin ja auch noch am probieren, dass ich drauf komme. Du hattest mir auch die Liste geschickt. Kann, muss aber nicht. Ja, das war ein Fehler. Ich sag mal so, ich passe mich nur der Umgebung an.
sollte auch nicht so oft durch Gelsenkirchen fahren. Achso, ja. Gut. Das Argument. Ja. Ja, die Affen haben gewunken. Ja. Ich weiß, die sind ganz schön haarig. Ach schön. Willkommen zurück. Wir fährt da vorne mit seinem Schiff. Ja. Andreas, Prost. Richtig und wichtig. Ja. Jetzt ist es die Flasche und nicht mehr das Mikro. Gibt's Java noch? Ist Java nicht pleite? Okay. Ach, Java, okay. Ich rede von Java. Ah, okay. Wie tief? Genau, ich wollte nämlich sagen, weil Datenschutz wird kein Datenschutz, das kriegst du auf Fresse. Nichts gegen euch, aber ist halt so. Oh, der ist aber hell. Muss es mit WordPress sein? Kann man das nicht mit Word machen und dann rüber konfigurieren?
okay. Alles gut, Stefan. Passt. Ich stehe. Ah, ich sehe deine Blinklichter. Also, Blinker, was ist da? Ich kenne die gar nicht. Ist die so gut? Ist er denn in Dance? Ne. Dann wird reportet, ist durchgezogen Linie, schade hier nicht mehr. Ja. Dürfte ja nicht schwer sein, oder? Übrigens. Ich habe keine Ahnung, wer rausgeflogen ist. Der Bommel natürlich, also nicht natürlich, aber natürlich. Das ist immer nur bei Konvois, oder? Willst du wispern? Das wird lustig. Überholer. Steffen. Der Name war Fliegende Holländer. Achtung, Indens von hinten. Stefan. Oh, ich habe auf einmal solche Lenkschwierigkeiten. Oh, das ist los. Ja, weil Gegenverkehr. Hm, schön. Das ist der Kunde. Ach schön, lief doch. Du bist da kurz vom Kreisel, der blaue Punkt, oder? Komm.
Ah, dann nicht, dann fahre ich halt weiter. Ich habe gedacht, ich lasse den Einsatzleiter rein. Wenn er nicht will. Gut. Im Zweifel kann ich auch ein Loch machen. Ich hab das Gefühl, das ist die Konvoi-Strategie, die ich mal mit der FLT gefahren bin, bloß rückwärts. Klar, der Alten. Und ich bin raus. Und tschüss. Ich guck, wo. Ja. Ich hab mir den Strecke abgesteckt. Mehr oder weniger. Ja. Yeah. Ach, ich freue mich doch. Das ist ein geiles Video, oder? Also ich liebe das jetzt schon. Ja. Sorry, dass ich das gerade feiere, aber. Ah, schön. Holger, willst du nicht mitkommen? Na, schön. Ja. Das ist komplett aus. Was, Indeed? Ah. Ach so, ich kenne nur Indeed. Aber ist okay. Oh, scheiße. Ich habe mich einfach eingeloggt. Nein. Okay. Ich kann mir nichts garantieren. Aus. Kann ich... Okay, gut. Gut. You have been kicked from the server. Blocking. Ja, schön. Gut. Gut. Ne, ich bin wegen Blocking zum Service geteleportet worden. Gut. Zum Service. Inverness. Also ich bin wegen Blocking direkt Schuss weg. Bin ich jetzt offline? Gut. Ja, weil ich offline bin. Ich logge mich mal kurz. Ne, ich muss mal kurz neu reinladen, weil ich war offline. Ah. Geil. Fällt mir. Ah. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, bis ihr da durch seid. Glaube ich nicht. Im
Wir machen eigene Tour. Solange einer von im Event-Team halt vorne fährt, ist alles gut. Ja. Hi. Hä? Andreas, willst du vor mir oder hinter mir? Okay, jetzt ist eh schon scheißegal. Aber die Contact der iBot ist ja auch hier um die Ecke. Also, so falsch können wir gar nicht sein. Ja. Ja, das sind sie. Nee, das ist Elbe Transporter. Ja. Nicht wundern, ich drehe mal kurz einmal, dass ich das Loch vor Augen habe. Deswegen bin ich hinter Bommel. Diesen Spruch vermisst. Yeah. Wie viele fahren denn noch von uns? Okay, reicht. Herr Bommel, bist du jetzt. Du fährst gleich vor uns rein? Oder willst du hinter uns bleiben? Okay. Verstehe gar nicht, aber ist okay. Ah, schon besser. Ganz ehrlich, ich habe letzte Woche einen Test gemacht, das war echtes Kölsch. Auch alle rausgeflogen. Ja, aber trotzdem ist FLT.
Die wissen, was gut ist. Die wissen, was gut ist. Ja. Weißt du, wie ich mich gerade fühle, bestellt und nicht abgeholt? Ja, das ist halt moderner Konvoi heute. Ach, schön. Entschuldigung! Oh. Ich krieg das Headset nicht schnell hoch. Oh. Ah, und der Sauerstand wird mal wieder krank, ey. Ja, boah, und jetzt fange ich an zu heulen. Nee. Sag das nicht so laut. Lock dich mal aus eben, Stefan, dann ist Holger alleine. Dann gucken die aber alle. Ach, ich find's jetzt schon wieder schön mit euch. Was willst du knabbern? Ja, hast du. Dann sind wir aber weg. Ich fahre ein bisschen langsamer, dann kannst du aufschließen. Schöner. Ich habe echt ein bisschen Schiss, mich da gleich reinzuquetschen. Da, wo mich der Bommel reinlässt. Mehr. Aber Bommel fährt er normalerweise hinten, deswegen frage ich mich ja. Gerne, Bommel, gerne. Warum? Ich hab'n. Oh, das ist in Dance. 840. Yeah,
Denk dran, wir sind in England, Bommel. Ja. Ich hab gedacht, ich fahr vor, Bommel. Wir fahren beide gleichzeitig los. Ah, herrlich. Einmal hupen. Die denken sich jetzt auch, was machen die hier? Ah, herrlich. Rainer? Ist Rainer. Versetzt. Ich habe gar nicht geblunken, als ich rausgefahren bin. Ich wäre lieber drin. Wenn man mit Triple-Trailer herkommen müsste, dann müsste man gleich kicken oder so. Axel. Und Tobi. Das war Axel, achso. Warum, wir sind freiwillig hier. Wir fahren doch alleine für uns die Strecke. Wir, da war eine Lücke und wir sind reingefahren. Ja. Ja, offiziell, was macht mich? Redest du von deinem Hund? Ach schön. Ah. Gut, dass ich sowas nicht hab. Diese Rauchbombe oder so, ja, das ist schon gemein. Wo ist denn jetzt der Stefan? Ah, okay. Ich bin verwirrt. Was ist denn passiert? Ich habe nichts mitbekommen. Dass ich direkt wegen Blocking zur Garage, das fand ich gut. Ich habe ja nichts gemacht. Ich war nicht im Spiel. Ja, du hattest ja Zeit. Vielleicht
Vielleicht war das echt das Update, was heute rauskam. Ich habe das Gefühl, ich fliege gleich wieder. Ja. Was war am Blinker an und nicht im Blinker? Danke. Wo fahren wir denn lang? Ach, hier unten den Haken. Wenn wir da überhaupt heil heute hinkommen. Ja, damit wir... Ach, ich sag da nichts mehr. Also ich bin echt am überlegen, im Pausenort nicht reinzufahren, wegen der Kollision. Ja, hab ich ja. Also wie sein Gesicht aussieht, ist das ein OB. Easy has been kicked. Okay. Zeit. Nimm's doch lieber mit mir auf, ich bin näher. Sorry. Bommel, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Wir erhöhen auf 90.
Soll ich überholen? Oder geht? Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir jetzt hier das auf den Streetback setze. Der Nebel. Für Bommel. Dass ich nur drücken brauche. Die ganze Zeit. Ja, schön. Ach, schön. Fraserburg. Ich freue mich schon auf morgen. Aber ich weiß nicht, ob ich morgen fahre. Weil. Vorsicht, Buschbummel. Ich habe den besten Film vor mir. Wo sind die Enten? So. Ah, oh, schafft's, Godlet. Ah. Nee, Vivaldi. Aber Halal. Halal ist scharf. Ach ja. Hast gewonnen. Kannst rausgehen. Hast fertig. Ne, ich habe vorhin Baldi rangenommen, weil ich echt ein bisschen mir geht nicht ganz so pralle. Ja, deswegen fahre ich hinter Bommel, der hat ein Loch. Also Nasenloch. Wäre schön. Okay, ja, sei froh. Oh, Samstagabends bei der RCT. Thank you.
Halt mal drauf. Marase, was ist da los? Wollen wir rumstehen? Ja, heute immer. Heute faul sein. Jeder irgendwann mal durchfasern, ne? Och, ich mach das aber gerne, weil dann kann ich entspannen. Wahrscheinlich bin ich am Handy. Axel ist weg, in die Ruhe! Na gut, das hat natürlich Vorteile, hast du recht. Ich brauche nicht auf Verkehr. Legt euch mal die Qual. Ist das eine Kurve oder eine... haben wir... Warum ist hier Iglo? Okay. Soll ich schon wieder meine Aal rausholen, oder was? Ja, ich trau mich da jetzt nicht drauf zu fahren. Ich tu's... Tu ich's oder tu ich's nicht? Weil der Platz ist zu eng. Ja, aber hier ist Qualität. Ja. Robin, kannst du mal rechts bitte im Kurs stehen bleiben? Hallo an die Sale. So, damit will ich sagen, ich stehe. Ah. Naja. Ja, fahr durch. Wir müssen eh gleich komplettes Kuscheln machen. Ach, schön. Aber ein schöner erster Teil eigentlich. Die Strecke war gar nicht so schlecht. Das warte mal. Und der beißt wieder in sein Mikrofon.
Mahlzeit, Herr Draconis. Oh, weit weg ins Dreht, okay. Ich wollte schon sagen, der fährt hier rein. Ja. Bin ich doch. Ja. Bin froh, dass ich stehe durch meine Kopfschmerzen. Ich wollte schon immer neben Ilka stehen. Stehe ich neben? Da bin ich da eh schon. So Leute, Viertelstunde Pause. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört, aber ich lasse das jetzt mal so liegen. Also, ganz ehrlich, ich habe gerade mal keinen Bock rüber zu fahren. Eigentlich ist das meine Spedition. Wenn der Chef sagt, ja, mach das, dann sollte ich es auch eigentlich machen. Aber, ja. Ich bin froh, dass ich gerade mal ein bisschen hier sitze. Ein bisschen ausspannen kann. Ganz ehrlich, da bin ich auch mein eigener Kopf. Und ja. Könnte froh sein, dass ich mitgefahren bin. Eigentlich wollte ich heute Abend gar nicht mitfahren. Ich war nämlich heute Vormittag auf der Kirmes in Münster auf der Send. Da bin ich den 9.3. Gut, ja. Schön, was da unten alles geschrieben wird.
Herr von Sauerstein, bitte mal zu deiner Spedition. Information, unsere Chefin fehlt auch noch, aber hier wird sie alle vorgedrängelt. So. Dann setze ich mal mein Headset wieder auf. Was doch ein schönes Bild eigentlich. Man sieht. An die bitte auch unsere Kollegen bereit hat. Danke. Keine Ahnung, was die mir jetzt geschrieben haben. Wahrscheinlich, dass ich die Kündigung bekomme hier bei der RZT. Aber ganz ehrlich, sehe ich nicht ein. Also, warum darf ich mich nicht hinstellen, wo Platz ist? Also, ganz ehrlich, nein. Einfach nein. Oioioi, guten Tag, Herr Schumi. Oh, ich grüße Sie, Herr Bommel, wie geht's Ihnen? Hoffentlich sind Sie gesund. Geht so. Hallo, könnt. Ja, die Flying Horse, passt bitte auf, dass ihr die Einfahrt zu der Spedition hier freilasst. Ja, und. Mal hier rein. Bleib doch auf der Taste, wenn du funkst, Mann. So einfach, also. Ich habe unten was reingeschrieben, ich habe starke Kopfschmerzen, ich habe mir mein Ibu 1200 reingehauen müssen. Okay, ist okay? Danke. Ja. Nee, sorry, ich hatte so starke Kopfschmerzen, ich bin nur aufgesprungen vom Stuhl, erstmal weg. Sorry. Funktaste funktioniert. Oh, Schätzelein, ich hatte echt Kopfschmerzen. Ja, gut. Wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich Kopfschmerzen. Ich habe unten reingeschrieben, seit 3 Minuten. Ja, gut. Ja, du hast gerade gesagt, es ist scheißegal, wo wir stehen. Deswegen habe ich mich neben die FRT gestellt. Ja, doch, hast du.
Gut. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das so. Vento la mia la magna mia frequenza, breco breco. Also ganz ehrlich, was der Holger gerade macht, ich weiß nicht, ob ich dieses Video überhaupt hochladen kann. Ich habe echt starke Kopfschmerzen. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Tablette einwerfen wegen den Kopfschmerzen. Wenn er das nicht kapiert. Gut. Und mir ist das Teamfoto sowas von egal. Klar sind wir ein Team. Aber okay. Oh. Oh. Flying Horse grüßt den Big Bommel von der RCT. Der Big Bommel grüßt zurück. Ich schau gleich. So, nochmal Grüße an die Flying Horse zurück. Ja, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Die Flying Horse grüßt zurück. Ihr könnt Foto machen. Jo, danke. Und jetzt alle bitte recht freundlich. Käse. Nicht aufregen, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Ja, dann merkt ihr mal. Also mein Kind ruft dann immer Fliegen, Scheiße. Ich war ja heute auf der Kirmes in Münster. Und ey, ich bin so ein bisschen... Chili. Oh. Ich versuche mich gerade ein bisschen runterzufahren. Aber merk mal, jetzt kommt der Autismus durch. Ist doch eigentlich scheißegal, ob ich jetzt da drüben stehe oder hier stehe. Also, ah, komm mal, guck mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ich möchte euch nichts Böses, lieber Bommel, lieber Holger. Aber überfordert mich bitte nicht. Wenn ich was ich kann, dann kann ich's halt nicht.
So, Scheibische aus. So, ich habe mal für mich TeamSpeak wieder dazugeschaltet. Das heißt, ich höre die Jungs wieder. Ja, das ist einfach für mich so. Ich brauche diese Viertelstunde bis 20 Minuten Pause, weil morgen ist noch ein Konvoi. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Verfassung, wie ich jetzt bin, morgen mitfahren kann. Ist halt echt, ach ja. Ich bin jetzt dritte Mal geflogen, also ganz ehrlich, ja. Also, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiße. Bin schon wieder rausgeflogen. Oh, geil. Sollen wir uns zur Garage porten? Was? Ah. Wieder wir drei? Ah. Gut. Bin ich offline? Warum stehe ich hier denn so komisch? Warum stehe ich hier denn so komisch? Also ich weiß nicht, irgendwie stehe ich hier ganz komisch. Ja, yeah, sind alle raus. Oh. Ach so. Ich bin echt am Überlegen, morgen nicht mitzufahren. Ich will ja mitfahren, aber wenn das Scheißding nicht läuft. Jetzt, ach egal, ach, ich sag gar nichts mehr.
Ja. Ja, alles gut, Tablette wirkt. Hä, was hast du mir geschickt? Darf ich das zeigen im Stream oder nicht? Darf ich das im Stream zeigen oder nicht? Das, was du mir geschickt hast. Ich guck mal gerade nicht rein. Wir haben gerade ein Problem. Nee, ich habe die Nachrichten jetzt nicht angeguckt, weil ich weiß nicht, ob das so Sachen sind, die keinem aber was angehen. Okay. Okay, gut. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, ich guck's mir nachher an. Und Holger, die Tablette wirkt. Ich wollte gerade sagen, die Eiskratzer woanders hängen hinhängen, wären wahrscheinlich kritischer. Nein, ich rede ja von meinen Klötzen. Ja, deswegen sage ich ja über meine Klötze. Egal. Das Video ist wahrscheinlich eh schon für den Eimer. Ich kann jetzt eh machen und tun, was ich will, weil ich glaube, ich lade das eh nicht hoch. Stefan, willst du die da rausliegen? Dann haben wir einen Fünfer. Ja. Ja, alles gut, Stefan. Mal gucken, wie lange das hält. Ich weiß leider nicht, wie man das mit dem Flüstern im Teamspeak macht. Ich antworte die einfach über Funk. Flying Horse, abfahrbereit. Die Abfahrtskontrolle ist noch gar nicht fertig und die fahren los. Einfach mal fahren. Gut, läuft. Wir leiten mal für dich weiter, ja. Ah, herrlich. Ah. Ah. So langsam gut, kommt die gute Laune wieder. Holger, die gute Laune kommt wieder. Okay. Monk? Okay. Müsste jetzt. Ja. Was? Wen? Ja. Der rollt doch schon. Andreas, rechts ist das Gaspedal. Kappeln bitte stehen lassen, der hat gerade Probleme. Ja. RCT, mir bitte folgen. Geschwindigkeitsrausch. Wihi, juhu. Woo. Gute Fahrt, weiterhin Bommel. Der hat das gerade rausgeflogen?
Gut. Schön. Denkt auch, der war nicht, ihr müsst links fahren, nicht rechts. Achso, wir haben Linksverkehr, okay. Stefan, wir haben Linksverkehr. So, ich fahre gerade zwei, mir bitte nicht folgen. Bitte die zweite. Was? Ne, die zweite solltest du fahren. Angeblich. Einer sagte doch gerade die zweite. Ja, jetzt ist auch egal. Sonst blockiert er. Hat jemand Bock, ein Best-of zu schneiden aus meinem Mietung-Material? Viele Ausraster und wie ich jetzt in diesem Video hätte, läuft. Hey, beruhigt euch mal wieder, die Hupe ist da im Notfall zum Hupen. Ja, euch hört man ja auch nicht. Nur mich, das reicht mir. Ja, ja, ganz genau. Bin ich jetzt hier falsch? Ich hab gedacht, das wäre der Hochzeitskonvoi. Hallo Bienchen! Die Einfahrt vorher links. Stefan, immer noch Linksverkehr. Achso, du wolltest gerade rüberziehen. Andreas, wir beiden bekommen alles hin. Nee, ich muss hinter Stefan erfahren. Ja, dann ist das so. Das ist so ein bisschen erotisch. Achso. Kurze Info, ich bin wirklich leicht erkältet. Sorry, dass ich euch gerade angenießt habe, aber der Konvoi muss weitergehen. Ja, wir sind alle ein bisschen feucht, deswegen tropft es. Ich wollte gerade rückwärts im Berg runter, Holger. Ich komme nicht hoch. Eieieiei.
Basti, gehört die 478 zu euch? Kann mich mal jemand anschieben? Chris, du kannst ja eigentlich ein schönes Foto machen von deiner Gang. Ja. Verarscht. Der afrikanische Luft ist schwer. Hast du schon mal hinter einen Afrikaner gestanden, der gepupst hat? Nee. Ich weiß, alles gut. So was müsste ich eigentlich rausschneiden aus meinem Video. Sei ehrlich zu mir, Holger, du darfst. Ja, ja. Das ist aber schwach. Ja, ja. Okay. Okay. Meinst du, da kommt so ein Albino raus oder was? Ja. Negerküsse, Schaumküsse. Ja. Ja. Gefunkt hat, ich höre dich. Der war mal vorher schwarz, der ist dann abgefärbt. Also ich habe gedacht, du meinst mich, schade. Ja. Ach, Gerard Asamoah. Mhm. Weißt du, woher ich das weiß? Du hast es mir mal erzählt. Mhm. Ich dein Vater. Was jetzt? Das hast du schon mal erzählt, aber ist okay. Andere Sache, wollte ich dann gleich noch ein Bild machen? Noch ein zweites? Wollte ich gleich noch ein zweites Bild machen? Nur, dass ich das weiß. Achso. Deswegen fahren wir auch schwarze LKWs, oder wie? Ja, stimmt, da ist ein bisschen Farbe drauf. Sprich es aus, Andreas.
Komplementärfahrtmotor, gerne. So. Gut. Ey, du hast was gegen deinen Chef gesagt. Ich glaube, mir ist ja auch egal. Ich bin nicht dein Digger, auch nicht dein Bruder. Ja. Deswegen hast du auch zwei Katzen, damit wenigstens ein Teil der Familie schön ist. Das heißt, eigentlich gibt es gar keinen Chef in der Spedition. Ich verstehe es nicht. Wovor war? Okay. Ah. Da kommt Gegenverkehr. Müsste ich den jetzt vorbeilassen, wenn der kommt? Ich glaube schon, oder? Ach, das ist Albert, der Katz. Wer steht denn da rechts jetzt im Kreisverkehr? Also Albert habe ich gesehen. BDL exklusiv. Das muss. Nee. Andreas, Kreisverkehr. Oh, jetzt. Warum weine ich denn jetzt gerade? Oh. Oh. Also solltet ihr gerade das Video sehen, warum ich weine, keine Ahnung, aber... Ich heule gerade Pipi.
Max, wie viele Kilometer noch? Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Tankfüllung, ich habe 3600 Kilometer. Und jetzt fängt es an zu regnen. Geil, jetzt habe ich alles. Kurze Frage, warum nur aus dem Arsch? Ich hab gedacht, da kommt nur was Brautes raus. Also, kurze Frage, postet gleich von euch einer, die Links werde ich dann sammeln? Okay. Ah, danke, das Angebot nehme ich gerne an. Ich bin... Holger, können wir das Thema wechseln? Du weißt, meine Mutter und so. Danke. Danke. Spreche ich jetzt gerade nicht drüber. Sonst bin ich jetzt gleich hier raus. Danke. Trotzdem, ich kann nicht verstehen, Holger, herzliches Beileid. Andreas bekommt seine Tabletten. Wie schnell fahren die denn da vorne? Ich für dass ich nur 50. Die fahren extrem langsam, kann das sein? Oder die haben ein Gebet erhört, dass sie so langsam fahren sollen. Oh, das kenne ich. Da bleibt doch. Fahr 20 und greif rüber.
Also ich habe einen Donut hier mit dem Loch drin. Jetzt kommt hin. Ah, jetzt kriegen. Warum? In der Wüste geht das ja auch in Middle East. Hast du keinen Seniorenstuhl, wo du einfach das auf dem Loch sitzt? Ja, habt ihr. Ne. Ja, alles gut. Ach, der kann mir gerne mal hinten rein. Gucken, ob da noch was ist. Ja, bestimmt auch wieder. Alles gut, das. Ich wollte eigentlich nur gefragt haben, ob ihr, bitteschön, ob ihr Sachen habt, die ich gleich ansprechen soll. Das ist zu viele Autobahnen. Den Parkplatz größer auswählen. Oder die Firma. Ja, bin ich bei dir. Der Friedhof war leider zu klein für uns LKW-Fahrer. Ja, ja, klar. Deswegen frage ich euch jetzt. Ja, ist okay. Ey, so alt ist der Bobbel doch gar nicht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ah. Welche Streichelheiten gibst du denn deiner Frau? Hilfe!
Habt ihr kein... Also ich sag die 1 Bombe, was hilft ein Wasserbett? Ja, aber trotzdem, wenn... egal, erzähl ich euch nachher. Ja, ich bin Skorpion als Wasserzeichen, also ich bin immer... Noch reinzustoßen oder was, alles klar. Ja... Flöpp. Und Andreas bricht direkt ab. Ich weiß nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Es hat ja Höhen und Tiefen. Hab ich auch genügt. Die SG-Folgensuche der RCT? Ja, jetzt sind wir gleich am Ziel. Könnte man überlegen. Unfall! Oh! Nee, leider nicht. Ich war 10 Meter zu weit. Damit wir uns an den Stangen aufhängen. Ja, sehe. Ja. Eine Verlängerung gibt es denn? Verlängerung kann man aber auch zweideutig sehen. Kurze Frage, Holger, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich dann die 3 Nachrichten öffne? Thank you.
Andreas, wie ist es hinter mir? Mittagspause, alle zu McDonald's. Der drin steht. Ja, meinst du, ich habe das auch im Kopf? Ja, ein anderer. 17:30 Start. Ja, 17:30 Start. Ich werde mal kurz langsamer. Oh. Oh. Ich bin rausgeflogen. Und tschüss. Gut. Ich komme zum Ziel. Gut. Ja, ich komme zum Ziel. Ach, schön. Ja. Das war alles so geplant. Das war alles so geplant, Holger. Ja. Ah. Ah. Und ausgelockt. Thank you.
Seid ihr auf der 1? Seid ihr auf der A1? Okay, gut. Gut, Leute. 150, würde ich mal sagen. Deswegen. Oh Scheiße, wir sind in England. Ich fahre auf der falschen Seite. Ich kann gerade nicht, ich fahre 150. Ich höre den. Seid ihr noch irgendwo abgebogen? Okay. Aber die Kurven soll ich schon mitnehmen? Ah, da ist Albert. Ich habe gerade ganz kurz Albert im Sand. Ah, ich komme mir. Ach so, ich komme mir entgegen. Geil. Heute rausgeflogen, also ich weiß nicht, was mit dem Server los ist.
Und wir halten uns hier an Regeln. Wir überhupen wie. Ich fahre jetzt erst am Konvoiende vorbei und ziehe dann vor. Ach, herrlich. Schön. Also ich bin gerade mit 150 hergeschallert. Die sind so stabil wie bei der Erkältung. Ja, der hatte mich auch nach Newcastle geschickt. Der hatte mich hier oben hingeschickt. Nach Aberdeen. Schön, das Feld von hinten aufzuräumen. Und der Albert fährt mit rein. Geil. War was, Typ Kieswolf? Egal. Aber trotzdem danke, dass ihr mitgefahren seid. Ey, es hat richtig Spaß gemacht. Also sollte ich jetzt rausfliegen, komme ich nicht mehr zum Foto. Kann mich nicht zwingen. Die jetzt nicht im TS sind, soll ich irgendwas bei der Nachbesprechung für euch ausrichten? Ja, kannst du machen. Das war ein sehr schöner Konvoi, sehr geordnet abgelaufen und wir sind gerne wieder dabei beim nächsten. Jo, von der Vogel leider gleiche. Ich wäre gerne im Teamstück gekommen, aber. Das war kurzfristig bei mir, dass ich ab der Pause noch dazu komme. Und mein Kollege, ja, der hat nicht so die Ahnung von Teamspeak. Also nicht gerade die hellste auf dem beruflichen Planeten. Jo, alles klar, gebe ich dann weiter. Ja, gut, danke schön. Sorry, ich musste mein Getriebe kurz ein bisschen sortieren. Ja, du Erster und Fünfter reichen, mehr brauchst du. Achtung, die stehen wir hier vorne. Dann wirst du gleich merken, ob wir stehen. Zu spät.
Jetzt habe ich meine Tastatur verrissen. Willkommen zurück. So, meine Freunde von Robin TV. Ich weiß nicht, ob die Folge jemals online gegangen ist. Ich bin erkältet. Ihr habt es ja gehört, am Niesen. Ich bin mehrmals rausgeflogen, also Hübschen, wo steht ihr? Achso, ihr hört mich nicht, weil ich gestummt habe. Newcastle upon Tyne. Nein, Sunbuilders. Eier mit Vogel, fahrt rein. Da will ich, dass du gleich ein Ei legen willst. Ich komm auch noch. So, die letzten Meter.
So Leute, ciao mit Fahrer bin. Tschüss.